Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Euer Udin und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Ich hatte eben schon aufgenommen. Und zwar Uncharted für die PS5. Könnt ihr euch, wenn ihr das schon besitzt, könnt ihr euch ja für 10 € die PS5-Version dazu kaufen. Also das Upgrade kaufen oder ihr kauft es halt komplett, wenn ihr das noch nicht gespielt habt. Ich habe es halt eben schon mal aufgenommen, aber da war das Ende, weil ich meinen Spielstand von der PS4 geladen habe. Trophäen wurden auch freigeschalten. Das Problem ist, ich will ja die Leute nicht spoilern, die noch nicht gespielt haben. Deswegen werden wir jetzt nochmal reingehen. Story, Kapitelauswahl und nehmen einfach einen Anfang. Aber ich kann euch ja mal schon mal die Übersicht geben, es sind 20 Kapitel mit Epilog, Prolog, dann kommt 20 Kapitel, dann kommt der Epilog und ich habe es durchgespielt. Ich habe in dem ganzen Spiel nur 10 Trophäen gekriegt. Ja, also keine Ahnung, ob hier irgendwas nicht erzählt wurde oder so, aber ich habe nur 10 Trophäen. Also ist für Trophäensammler ist schon schwer. Aber wir nehmen jetzt einfach mal ja, den ganzen Anfang nehmen wir auch nicht. Ja, doch, wir nehmen den Prolog. Auch leicht. Gucken darin. Ich nehme auch in 4K HDR auf. Neuer Speicherstand nehmen wir einfach mal. Deswegen auch keine Kamera. Ich will es auch nicht so lange machen, weil sonst wird die Videodatei einfach nur zu groß. Ich nehme das halt unkomprimiert auf und lade das auch so hoch, damit ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis seid, wie ich es hier vor mir habe. Ich habe bis jetzt auch nur halt das Endvideo gesehen. Ich bin mal gespannt, wie jetzt sein wird. An manchen Stellen ist es nicht ganz synchron, die Lippen. Festhalten! Weil die Grafik sieht wirklich gut aus. Ist sehr, sehr laut. Obwohl ich es eingestellt hatte. Anzeige, Audio. Selber. So, ich habe gedacht, ich bin der Typ. Ich bin komplett raus. Zu lange her, ey. Also, könntet auf jeden Fall nochmal spielen, ey. Großes Boot! Großes Boot! Scheiße, nee, das große Boot darf ich nicht haben. Ups.
Großes Boot! Großes Boot! Nathan? Also Grafik sieht wirklich Nathan viel besser aus als auf der PS4 damals. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken, das bestimmt haben sie längst leid. Ich da haben sie gute Arbeit geleistet. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Hm. Machen wir Filmsequenz überspringen. Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. So. Mal ein bisschen Licht angucken und so. Auf jeden Fall hier die Schatten bei den Büchern. Das Licht sieht auch ein bisschen schöner aus, finde ich. Das ist jetzt aber jetzt nur mein persönliches Empfinden. Auch hier mit dem Licht, was hier drin scheint. Aber jetzt werden wir mal ein bisschen über die Dächer tonen. Gerade das hat mir ja immer gefallen, mein Neffen. Dass es so ein bisschen Assassin's Creed-like ist. Oh. Ziemlich rutschig. Also nicht Assassin's Creed-like, also nicht falsch verstehen. Also ist kein Assassin's Creed, aber dass man halt hier über die Dächer tonen kann. Mir halt immer Spaß gemacht. Wollte eigentlich anders. Mist. Okay.
still und leise. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Damit noch irgendwas machen? Nee, ich hab mir angeguckt. Schwester Catherine? Mist. Ach, Schwester Catherine, ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Die Steuerung ist immer noch sehr direkt und geht leicht von der Hand. Hier lang geht's. Jetzt versteht er bestimmt, was ich meine mit Klettern hier und so. Das hat mir immer sehr gefallen. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass da jetzt nichts Neues kam. Mit dem Mädchen und seitdem eigentlich nichts mehr Neues. Sam? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du?
Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Komm, hier, gib mir. Alter Schwede, bist du leicht. Hat die Schwester genug zu futtern? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Hier erinnere ich mich. Wie geht es, Pater Duff? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Hier lang. Das war leicht. Kein Zürkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Boah. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Und was hast du so gemacht? Vorhin gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Crystal? Ja, mein nein. Aktuell eher nein. Okay. Ohne Mumm, kein Ruf. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Also ich hab nicht gestoppt. Das gehört zum Spiel. Hab dich! Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Nicht cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Hey, da kommt ein Sprung. Okay. Okay. Durch die Mitte. Schön vorsichtig. Vorsichtig. Ich bin in der falschen Region. Jetzt aber, so. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Hilf es weg, mein Freund. Bereit, Tarzan? Noch mal hoch. Ja. Okay, weiter.
raus. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Ja, oder weniger. Warte hier und schau mir zu. Okay. Du bist dran. Okay. Du schaffst das. Du schaffst das, Nate. Okay, mach nur. Lass dich viel nachdenken. Oh Mist! Geschafft. Ja, natürlich. Vor allen Dingen mit Uncharted könnte man dann auch schön die Wartezeit zu beweisen. Hier, folge mir. Überspringen. Oder. Aushalten. Weißt du was? Ach, ich darf jetzt. So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. So geht das nicht. Okay, dann mal los. Woo! Okay. Okay. Nach dir. Jetzt runter. Ah, scheiße. Ich hab die Leiter nicht gesehen. Oh Gott, bin ich tot. Shit. Okay. So geht das, Nate. Dann mal los. Weil vor lauter Bäumen nicht gesehen. Okay. Okay. Nach dir. Jetzt runter. Das ist schön. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Na? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Oh, machen wir mal 5 Sekunden überspringen. Jetzt seht ihr schon den Eltern. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Jetzt kommt Kampftraining. Wir gucken uns aber auch noch schönere Landschaften. Acabemos con esto. Na los. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? Dale una patadita.
Demuéstrale al mundo quién manda. A ver cómo te sales de esta. ¿Qué tal esto? ¡Déalo! ¡Es mi los, Arschloch! ¡Agárrenmelo! ¡Dale, Gustavo! ¡Lucha como un hombre! ¡Sí, Gustavo! ¡Celos! ¡Rompe la cara! ¡Sí, Gustavo! ¡Thompson, amigo! Esto es por meterte con nosotros. ¡Derríbalo! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Dale una paliza, amigo! ¡Derrota a ese gringo, amigo! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Las pitlos! ¡Acaba con él! ¡Ya basta! ¡Cierren este lugar! ¡Todo! ¡Regresen el daño, amigo! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! ¡Eres Wackerkampf! ¿Ah? ¿Oder, Kleiner? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist! ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cájalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! Nicht so viel spoilern, wir machen mal weiter. Nein, nein, nicht. Ja, wir gucken uns halt schön. Hier müsste das, glaube ich. Sondern ein bisschen von der Grafik sieht halt. Okay. Jetzt auf den Grund. Okay. Laut Signal bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Nein. Noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay. Ich schwimm stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Na, wie ihr seht, wir tauchen hier auf. Na, hier nochmal wieder zurück. Und... Tempeln würde ich gerne. Also ich habe ja halt tausend Schätze. Obwohl ich wirklich immer aufgepasst habe. Ich habe so viele Orte, die ich euch zeigen wollen würde. Mit dem Jeep fahren wir auch geil. Oh, oder wo man dann hier durch die Straßen donnert und so. Das war auch richtig geil. Ja, die Tempel waren auch geil. Ich zeig euch mal. Genau, mit dem Jeep, das war eigentlich... Schnarcht ihr ihn weg?
Ihr könnt das vielleicht am eindrucksvollsten sehen. Die Grafik sah auf der PS4 Pro schon richtig geil aus. Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Haare haben sie verbessert. Wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay. So, Film will ich jetzt überspringen. Ja. Wartet, sah schon. Guckt euch und das mal an. Den was suchen Berg. Wir sah auf der PS4 Pro schon geil. Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, oh, ein paar Fliegen. Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann braucht er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Ja, wir können auch ausstellen. Ich kann euch die Blumen zeigen. Ja, ein bisschen halt noch. Guckt euch das an. Wenn das nicht geil aussieht, weiß ich auch nicht. Ich sehe da vorne Ruinen. Ich spring mal kurz raus. Hast du was gesehen? Okay, auf geht's. Ach, die Ruinen meinten sie. Warte, die ganze hier, fährst du ja halt die ganze Zeit mit Auto. Und, Victor, kommst du immer noch so viel herum? Ich versuch's. Ich nehm gerne auf. Dann kommen ab und zu ein paar Ruinen, die kannst du hier ein bisschen erforschen und so. Hab ich gerade erst zu Nathan gesagt. Hoppala. Jetzt über das Internet läuft, du kannst doch heiße Ware jetzt bestimmt auf verschiedenste Weise loswerden. Ja, schon, aber ich rede lieber persönlich mit den Kunden. Weil die Schätze, die hier zu finden sind, die sind wirklich sehr, sehr gut versteckt. Ich hab beim ersten Mal wirklich also versucht, sehr gut zu suchen und hab sehr, sehr vieles nicht gefunden. Kommt, fahren wir weiter. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, er ist erloschen. Glaubt euch, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Oh. Das und wo sind billige Gelände? Das Spiel ist ja nicht nur. Ist ja nicht nur. Wir werden mal hier den. Wir sind ja schon bereit, den Abschluss machen. Wir suchen uns hier nur eine schöne Stelle. Ich würde gerne mit dem Wasserfall noch ein bisschen näher rankommen. Das Spiel ist ja nicht nur geil durch die Steuerung und Grafik und Soundeffekte. Nee, auch diese, da gibt es auch Quicktime-Events. Ich meine, ja, wie ihr die gesehen habt beim Schlagen zum Beispiel und so. Und die Kombination aus all diesen, obwohl ich eigentlich kein Quicktime-Event-Freund bin, muss ich dazu sagen. Aber Uncharted macht das immer so brillant, dass wirklich die sehr ausgewogen ist. Story, Grafik, Sound. Die Charaktere zwischeneinander, das sind auch alle welche, wo du sagst, ja, cool. Und dann gibt es halt auch noch Arschlöcher, aber irgendwie lange Geschichte. Aber das ganze Spiel, das ganze Drumherum, also es sind nicht nur einzelne Elemente, die geil sind, das ist ein richtig schönes, rundet, ausgewogenes Spiel. Klettern, Ballern, Rätsel, Action und dann noch die Grafik. Und der Sound ist einfach nur der Knaller. Und es sah auf der PS4 schon so geil aus. Es sieht jetzt hier nochmal geiler aus.
Und ich bin echt am Überlegen, ob ich es vielleicht nochmal durchspiele. Wie gesagt, ich hab's jetzt erst einmal durch. Ich bin am Überlegen. Also von mir auf jeden Fall Daumen hoch. Ich freue mich, dass es für die PS5 nochmal gekommen ist. Ist bestimmt für viele, die noch nicht gespielt haben, ein Anreiz. Ich hätte mir aber, wie gesagt, wirklich, aber das meckern auf hohem Niveau, ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht Uncharted 1, 2, 3 auch mit reinballern und da auch nochmal ordentlich was an der Grafikschraube drehen. Obwohl, die waren, kamen ja damals teilweise schon für die PS3 noch raus und so. Aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass sie davon eine Grafikschraube noch ein bisschen andrehen und dass da vielleicht noch was Schönes kommt. Aber naja. Das soll es jetzt soweit auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, und Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich lade in 4K HDR hoch. Unkomprimiert. Also ich werde da nichts verändern. YouTube komprimiert sowieso ein bisschen was. Aber ich werde das nicht irgendwie großartig verändern, weil ich auch kein Intro, kein Outro, deswegen habe ich auch keine Kamera drin, weil das würde das Bild verfälschen in der Aufnahmesoftware. Ich lasse es so, wie es hier ist, dass ihr wirklich so nah wie möglich an meinem dran seid, was ich hier sehe. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Alle Düdel, bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.